Das hier ist der neue Skoda Superb. 690 Liter Kofferraumvolumen, ein Daniel und ein bisschen Handgepäck. Diese wunderschöne neue Optik. Ein komplett neues Infotainment-System. Hier hinten ist es so richtig schön gemütlich mit Schlafpaket und einer eigenen Sitzheizung. In diesem Video zeigen wir euch die Highlights des neuen Skoda Superb. Wir testen die Fahreigenschaften. Wir schauen, ob es vielleicht doch der beste Alltagskombi ist und ob sich der Aufpreis für den VW Passat lohnt. Hi, ich bin Daniel, Inhaber vom Autohaus Scharfenberger und Skoda-Spezialist seit 2005. So, als erstes klären wir mal den Preis des neuen Skoda Superb. Man kann ihn bestellen in drei Ausstattungsvarianten, Essence, Selection und L&K. In der Essence-Variante ist serienmäßig Klimatronik, Wireless, SmartLink und LED-Scheinwerfer. Die nächsthöhere Variante wäre der Selection, serienmäßig mit Parksensoren vorne und hinten, 3-Zonen-Klimatronik und elektrisch verstellbaren Sitzen. Und die höchste Ausstattung ist der L&K mit serienmäßig Ergo-Ledersitzen, adaptiven Fahrwerk und Matrix-LED-Scheinwerfern. Der Einstiegspreis des neuen Skoda Superb liegt bei 39.580 Euro. Unser Modell der Selection liegt bei 47.870 Euro. Zur Auswahl gibt es folgende Motoren. Den 110 kW mit 150 PS mit Mild-Hybrid-System, den 2.0 TDI mit 110 oder 142 kW und Allrad, sowie ein Plug-in-Hybrid mit 150 kW und einen 2.0 TSI mit 195 kW und auch Allrad. So, jetzt teste ich für euch nochmal von 0 auf 100. Mal schauen, ob man auch wirklich schön überholen kann mit dem Fahrzeug. Wir haben gerade die Beschleunigungsmessung gemacht von 0 auf 100 und ich muss wirklich sagen, ich bin überrascht. 10,0 Sekunden, also für den Motor und das Fahrzeug, und ich bin auch kein Rennfahrer, ist das wirklich super. Jetzt kommen wir mal zum neuen Design. Wunderschöner neuer Kühlergrill, passend zum neuen Skoda Kodiaq. Neue LED-Lichter in Kristallglasoptik. Sehr schöne Motorhaube, erinnert ein bisschen an den BMW M3 mit der Vertiefung in der Mitte. Sehr schickes Seitendesign und einer Gesamtlänge von 4,90 Meter. Hier haben wir die Standardfelge des Selection-Modells, die 17 Zoll Felge Alrakis. Optional kann man auch 18 und 19 Zoll Felgen bestellen. Auf Wunsch kann man auch noch ein Sportfahrwerk bestellen, dann ist das ganze Fahrzeug nochmal 15 mm tiefer. Zum Abschluss kommen wir zum Heck. Hier haben wir schöne, schmale LED-Leuchten mit animierten Blinkern und dem neuen Skoda-Logo. So, und wenn wir schon am Heck sind, dann zeige ich euch gleich mal den Kofferraum. 690 Liter Fassungsvermögen, 30 Liter mehr wie der Vorgänger. Im Kofferraum haben wir einmal Kofferraumabdeckung. Diese öffnet auch automatisch mit der Heckklappe. Pfiffige Taschenhaken, Lehnenfernentriegelung, 230 Volt Steckdose, noch mehr Platz. Der variable Ladeboden, rückenschonend für die Getränkekisten. Reifenreparaturkit, nochmal Platz. Und, falls doch mal eine Panne wäre, das Warndreieck. So, und wenn ihr mal viel Platz braucht, legt ihr einfach die Rücksitzbank um und habt 1950 Liter Ladevolumen. Nicht schlecht. Da es sowieso regnet, haben wir uns jetzt mal in den Innenraum reingesetzt und zeigen euch mal das Interieur. Hier haben wir ein wunderschönes neues Lenkrad mit diesen zwei Speichen. Ich finde es sehr angenehm. Neue Materialien, 13 Zoll Infotainment-System, neue rillige Optik und neue Lüftungsdüsen. Den Schalthebel haben wir für das DSG-Getriebe hier rechts oben angebracht, nicht mehr hier in der Mitte. Hier haben wir zusätzliche Ablagefläche. Am Anfang etwas ungewohnt, aber wenn man ein paar Mal gefahren ist, gar kein Problem. Und hier haben wir die neuen Drehregler für die Klimaanlage, Sitzheizung und Lautstärke. Auch
kurz ungewohnt, aber wenn man sie betätigt, eigentlich super funktional. Der Innenraum ist sehr hochwertig verarbeitet. Skoda setzt auf nachhaltige Materialien. Es wackelt nichts, quietscht nichts. Also sehr, sehr gut verarbeitet. Als Pilot haben wir ein modernes Cockpit mit zwei verschiedenen Displays. Einmal hier im digitalen Cockpit haben wir verschiedene Ansichten. 13 Zoll Infotainment-System, sehr geräumige Ansicht, große Ansicht. Finde ich immer auf langen Fahrten sehr schön. Kennt ihr schon Laura? Klimatisierung 23 Grad. Diese Temperatur ist vorn links bereits eingestellt. Da war Laura etwas schlauer als ich. Klimatisierung 24 Grad. Alles klar, ich stelle die Temperatur vorn links auf 24 Grad. So, dann haben wir hier die Bedienung der Klimaanlage. Eigentlich wirklich oder ist super gelöst, auch nicht mit Touch-Display wie bei vielen anderen. Wir haben hier die zwei äußeren Drehregler für zum Einstellen der Temperatur und der Sitzheizung. Der mittlere Drehregler ist jetzt gerade für die Lautstärke vom Infotainment-System, welches sich natürlich auch übers Lenkrad einstellen lässt. Heckscheibenheizung, maximale Frontscheibenbelüftung. Und man kann auch hier einstellen, wie stark der Luftstrom geht, die Luftstromrichtung, die Smart Klima und wieder auf die Lautstärke. So, auch hier haben wir wieder Simply Clever Details mit einem Flaschenhalter, einem Abfallbehälter für die ordentlichen. Hier haben wir das Ablagefach und Aufladestation fürs Telefon. Ach Gott, ist das Handy heiß. Mein Spaß, das kann euch im neuen Skoda Superb nicht passieren, denn die Phonebox ist gekühlt durch einen kleinen Ventilator. Auch wieder zwei Getränkefächer. Dann neu die Mittelarmlehne mit einer ganz, ganz faszinierenden Erneuerung, dem Infotainment-System Fingerabdruckentferner, also wirklich Simply Clever und jede Menge Stauraum. Wenn wir gerade bei den Simply Clever Features sind, einer meiner liebsten Simply Clever Features ist der Tickethalter oder der Parkscheinhalter oder Anwohnerausweishalter. Ansonsten fährt es immer im Fahrzeug rum und hier ist das bombenfest und man hat keine Sorgen, wo man das Parkticket hinlegen muss. So, die Sonne scheint. Wieder der Regen hat aufgehört, aber das wäre auch kein Problem, denn wir haben hier den wunderschönen Simply Clever Regenschirm. Auch ein Highlight im Skoda Superb sind die Massagesitze. Jetzt hier in der Selection-Variante auch serienmäßig. So, hier haben wir den integrierten Eiskratzer. Den kennen bestimmt schon manche von euch. Jetzt neu aus nachhaltigem Material. Ganz praktisch, wenn es Schnee hat, dann kann man den hier schon wegwischen. Dann fällt er nicht auf den Sitz und man hat einen nassen Popo. Dann haben wir hier, Simply Clever und praktisch, den integrierten Einfüllstutzen, dass das ganze Wischwasser nicht herumschwappt. So, bevor wir jetzt losfahren, schauen wir uns mal den Vorgenauer an. Auch wenn der Superb nachher wunderschön fährt, also irgendwie verleitet der viele Platz hinten schon, dass man sich vielleicht einen Chauffeur einstellt oder sich kutschieren lässt. Dann auch für die Kleinsten, für die Kinder gibt es auch einen Multimedia-Halter. Dann haben wir Ablagefächer, Sitzheizung hinten, zwei Ladebuchsen für USB, Isofix, Kindersicherung. Für die Sitze eine Mitteldurchreiche. Falls man auch mal einen Fahrerwechsel hatte bei langen Fahrten, haben wir hier eine Schlaffunktion für die im Vorsitzenden Passagiere und ein kleines Kuscheldeckchen, wo sich dann
ganz, ganz fein schlimmern lässt. So, nachdem wir das alles nun geklärt haben, denke ich, sollten wir mal eine Runde fahren und schauen mal, wie sich das Fahrzeug im Alltag schlägt, und los geht's mit der Stadtfahrt. Jetzt waren wir gerade einkaufen, weil ich koche gleich was Feines. Ja, jetzt haben wir hier Kamera-Equipment drin, Sprudelkistchen. Kann man hier schön an den Taschenhaken hängen. Lauch und Frühlingszwiebel. Und wir haben immer noch viel Platz. So, jetzt sind wir hier gerade vom Einkaufen und jetzt fahren wir in die Arbeit und fahren jetzt hier ein bisschen durch die Stadt. Und ich muss sagen, das Fahrzeug fährt sich sehr komfortabel, also eine sehr gute Federung. Die Straße ist jetzt hier gerade nicht so toll. Man merkt ja die Unebenheiten, die er wahrscheinlich auch aufgrund seines langen Radstands super aufnimmt. So, eine Rechtskurve, auch die Rundumsicht ist super. Also das Fahrzeug ist sehr übersichtlich, kann überall schauen. Hier haben wir auch Verkehrszeichenerkennung, ganz geschickt, weil bei uns in Baden-Württemberg gibt es auch viele Blitzer. Dann hat das Fahrzeug einen Spurhalteassistent und einen Totwinkelassistent. Finde ich, mittlerweile nutze ich beide Systeme. Wir hätten natürlich auch jetzt hier einen Notbremsassistent, weil hier läuft gerade einer über die Straße. Der hat aber noch nicht angeschlagen, weil der Fahrer aufmerksam war. Ansonsten haben wir auch hier die Lenkradbedienung, Lenkradheizung, Laura Sprachbedienung, lauter Leiter, alles da, was man braucht. So, jetzt machen wir mal ein kleines Wendemanöver und parken einmal ein mit den 4,90 Meter. So, jetzt haben wir hier die Rückfahrkamera und 360 Grad Umgebungskamera. Parksensoren vorne und hinten. Was immer ein bisschen ungewohnt ist, ist der Hebel, aber ich habe mich schon dran gewöhnt. Was mich sehr überrascht, ist der Motor. Also die 110 kW, der 150 PS Benziner mit DSG fährt wirklich super. Also spricht sehr gut an. Der Motor in Verbindung mit dem DSG ist wirklich super harmonisch. Man merkt fast keine Schaltvorgänge oder merkt sie eigentlich fast überhaupt nicht. Jetzt fahren wir auf die Autobahn. Da testen wir mal den Spurhalteassistent, den ACC, und ja, schauen wir mal, wie der Superb mit 110 kW, 150 PS bei schnelleren Geschwindigkeiten und Überholen und sonstigem ist. So, jetzt fahren wir mal auf die Autobahn auf. Beschleunigung ist gut. Hinter uns ist ein LKW. Sind wir ganz entspannt eingefahren. Sehr schön. Jetzt haben wir hier den Travel Assist aktiviert. Hat gerade selbstständig erkannt, hier ist 120, also er beschleunigt jetzt wunderschön. Hier unten kann ich den Abstand wählen zum Vordermann. Ich persönlich halte tatsächlich viel von Sicherheitsabstand. Falls der Wagen vor uns bremsen würde, dass wir einfach genügend Zeit haben zum Reagieren. Vordermann bremst, Travel Assist springt sofort drauf an. Schleunigt auch gleich wieder, also hält wirklich super den Abstand. So, jetzt können wir ein bisschen schneller fahren. Es ist kein Tempolimit. Jetzt haben wir 170. Auch sehr schön. 180. 185, also Windgeräusche sind vorhanden, aber das Auto liegt super auf der Straße und läuft auch hier wunderbar. So, jetzt haben wir wieder hier 150. Auch das Fahrwerk, also er läuft wirklich ruhig. Unebenheiten, jetzt wieder eine nimmt man wahr, aber er federt wirklich sehr, sehr komfortabel. Also der Skoda Superb überrascht mich wirklich mit seinem Durchzug. Also selbst die Zuffenhausener haben gegen so ein Meisterwerk aus dem Lada Boleslav keine Chance. Ja, was verbraucht denn so ein schöner Wagen? Und wir haben jetzt 49 Kilometer zurückgelegt in 47 Minuten gerade. Bisschen Autobahn, bisschen Stadt.
Auch die 0 auf 100 Messungen sind dabei, also da sind auch wirklich viele blöde Beschleunigungen dabei und Bremsungen, und so würde ich jetzt nicht Auto fahren im Realfall. Also ich denke, da wäre ich schon ein bisschen spritsparender, und wir sind aber trotzdem bei 7 Liter rausgekommen, was ich wiederum sehr gut finde. Also das heißt, man kann das Fahrzeug mit deutlich weniger Durchschnittsverbrauch fahren. Also ich denke, wenn ich den ganz normal fahre, dann werden wir wahrscheinlich so um die 6 Liter liegen, was für diese Fahrzeugklasse und Größe finde ich sehr gut ist. So, bevor ich gleich zum Fazit komme, haben wir auch 3 Punkte gefunden, die man hätte besser lösen können, und die werden wir euch gleich mal zeigen. Ja, etwas ungewohnt ist hier der Scheibenwischer auf der linken Seite. Also eigentlich hat man den rechts und hat das auch so im Kopf drin. Also der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier. Muss man sich dran gewöhnen, dass der links ist. Dafür rechts auch den DSG-Wählhebel. Muss man sich dran gewöhnen. So, was auch etwas ungewohnt ist, ist, dass man hier keine höhenverstellbare Mittelarmlehne hat. Wenn man das von anderen Skodas gewohnt ist, dass man das verstellen kann, ist es etwas ungewohnt. Dafür ist schön viel Platz drin, aber das hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass ich meinen Arm so ein bisschen verstellen kann. Der dritte Punkt ist diese Geschwindigkeitsanzeige, die Verkehrszeichenerkennung. Falls man ein bisschen zu schnell fährt, dann warnt gleich das Verkehrszeichen und es kommt dann auch ein Ton ab 10 km/h. Ja, man muss es ausschalten bei jedem Start, wenn es einen stört, aber man sollte halt einfach sich an die Verkehrsregeln halten. Aber wie schlägt sich eigentlich der neue Skoda Superb gegen den neuen VW Passat? Wusstet ihr, dass der Skoda Superb und der VW Passat gemeinsam entwickelt wurden und in Bratislava in einem wunderschönen Werk gemeinsam vom Band laufen? Bei beiden Fahrzeugen gibt es ein ausreichendes Motorenangebot. Aber hier lasst euch am besten beraten nach euren Eigenschaften, nach eurem Fahrverhalten, nach euren Ansprüchen, und geht zu eurem freundlichen Händler. Als Highlight im Skoda haben wir hier diese praktischen Drehregler. Beim Passat ist es mit Touch-Display. Beim Infotainment-System haben wir bei Skoda ein 13-Zoll-Display. Beim Passat gibt es optional ein 15-Zoll-Display. Der Einstiegspreis ist bei beiden Modellen recht identisch. Jedoch, ausstattungsbereinigt, bekommt ihr beim Skoda mehr Auto für weniger Geld. Die Simply Clever-Details gibt es nur bei Skoda. Bei beiden Fahrzeugen ist der Gangwahlhebel rechts oben. Den Superb gibt es als Kombi und als Limousine, den Passat wiederum nur als Kombi. Ihr seht schon, beide Fahrzeuge sind relativ ähnlich. Lasst euch einfach beraten bei eurem freundlichen VW- und Skoda-Partner, welches Fahrzeug für euch besser passt. Zusammenfassend können wir sagen, dass der neue Skoda Superb ein Top-Fahrzeug ist. Toller Motor, auch der kleinste Motor war auf der Autobahn wirklich super. Niedriger Spritverbrauch, geräumiger Innenraum, toller Komfort. Mein persönliches Highlight bei dem Fahrzeug sind tatsächlich die Klimaregler. Die habe ich so noch nicht gesehen und sind wirklich funktional. Und natürlich der Innenraum. So, das war's mit dem neuen 2024er Skoda Superb. Was haltet ihr von all seinen Neuerungen? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Bei Interesse besucht uns zur Probefahrt im Autohaus Scharfenberger. Wir freuen uns auf euch.